Hausaufgaben wurden früher am Wirtshaustisch gemacht. Dominik ging als Kind in der Küche hier ein und aus. Dass er in die Fußstapfen seiner Eltern und Großeltern treten wird, war damals schon absehbar. Für ihn war immer klar, er geht in die Gastronomie. Das Kochen selber, glaube ich, hat er dann während seiner Lehrzeit entdeckt. Er hat immer zu mir gesagt, Mama, ich wüsste halt eigentlich gar nicht anders, was ich lernen sollte oder was ich machen sollte. Meine Eltern haben das immer gut vorgelebt zum Glück und darum bin ich und auch mein Bruder voll begeistert von der Gastronomie. Familie Süß kennt man in der Region. Es ist ein Traditionswirtshaus. Man kann bei uns schlafen. Wir haben ein paar schöne, feine Zimmer für einen Wochenendausflug, beziehungsweise nutzen es auch viel, verbinden es mit Angeln. Wir haben einen Terranerstausee, ist 4 Kilometer lang, da gibt es immer Fliegenstrecke und Seefischen kann man dort machen. Dazu kommen auch noch viele Veranstaltungen, was wir haben. Einerseits natürlich im Haus, Taufen, Geburtstagsfeiern, die Sachen. Und wir haben auch für unsere Hochzeiten eine irrsinnig lässige Hochzeitslocation auf Schloss Altenhof. Das Gasthaus Süß ist in Oberkappel, also nicht gerade im Zentralraum. Trotzdem kein Geheimtipp mehr. Wir sind früher, mein Mann und ich, mit unseren ersten Wildwochen sind wir plakatieren noch gefahren. Also, und jetzt geht das eigentlich eben mit den sozialen Medien so leicht und locker. Und das ist für Dominik eigentlich, so hat sich ganz schön auskristallisiert, dass er da ein Talent da hat, zu dem nebenbei zu seinem Kochen. Und er macht das für unser Haus wirklich super. Da haben wir schon von Fachleuten gehört, dass das wirklich für ein Wirtshaus, sag ich jetzt einmal, da im Mühlviertel nicht schlecht läuft. Und das macht wirklich alles eher. Der Umgang mit den Mitarbeitern, hier ein familiärer. Meine Oma hat damals der Pflichttermin jedes Jahr, wenn sie Geburtstag gehabt hat, ja, wir fahren sind, sie ist nach Oberkappel. Da haben wir uns immer recht gefreut, wenn wir gewusst haben, da oben ist ein geiles Spielzimmer. Da haben wir uns immer schon so gefreut drauf. 8 Jahre bin ich schon da. Also angefangen habe ich zum Lernen da natürlich. Mein Opa, der ist einer gekommen und hat zu meinem Chef, zu Hannes, gesagt, wie schaut's aus, ich hätte einen Enkel, der sucht eine Arbeit. Kannst du den brauchen? Der Hannes gesagt, ja, schickst man heute mal einfach vorbei. Nach dem Mittagsgeschäft setzen sich alle zusammen. Auf dem Teller Omas legendärer Kaiserschmarrn. Die Oma hat immer den Kaiserschmarrn gemacht, schon früher nach ihrem Rezept. Und der ist halt anders. Die sind der zerrissene Kaiserschmarrn, und der ist extrem luftig, flaumig, groß. Und da kommen teilweise die Leute nur für den Kaiserschmarrn her, dass sie uns probieren können. Wer von Dominik mehr wissen will, besucht ihn in Oberkappel oder schaut bei Oberösterreich kocht mit Silvia Schneider rein. Mittlerweile wirst du da schon zur Profiköchin da. So, ich bereite einfach nur Sachen zum Ausgarnieren vor.